So, hi, da wären wir jetzt an dem Bildvideo. Ja, nachdem ich ja letztens mein eigenes Bild, was ich immer noch selber nicht als wirklich ein Bild ansehe, aber gut, hier veröffentlicht habe, dachte ich mir, Mensch, ich mache mal ein richtiges Bild. Und ihr wisst selber, ich bin normalerweise nicht so gut mit Magierzeug getan und überhaupt. Und ja, ich habe mal ein Magierbild gemacht. Und zwar basierend auf Nachtzaubern. Was sind Nachtzauber? Kann ich das hier einsehen? Ja, das sind diese hier, diese drei hauptsächlich. Also hinterhältiger Splitter, Nachtsplitter und Nachtkomet. Das sind eigentlich schwächere Versionen der normalen Zaubern, wie Komet, der kostet halt 2 FP mehr, macht aber auch, ja, dass er da wirklich 52 Wille dafür braucht, der Weisheit, Herrgott, Intelligenz, wo sind die Zeiten mit Intelligenz noch hin? Ja, das heißt, ihr könnt sein Äquivalent in Nacht dafür ein bisschen öfters casten, braucht weniger Anforderungen, ist halt nur normalerweise nicht so mächtig. Das gleichen wir alles aus, indem wir zum Beispiel hier die Klamotte von Roger tragen, Rogier, Spitzhude der Zauberklinge und bla bla bla, verstärkt alles. Hier verstärkt Talente der Schmiede der Schimmersteinzauberei. Das hier fällt alles unter Kategorie Schimmerstein. Frag mich nicht, wieso, es ist so. Dann haben wir hier die ganzen Talismänner. Magischer Skorpion-Talisman steigt magische Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Also wir sind ein bisschen empfindlich, wir müssen aufpassen. Gottfries-Ikone verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Man kann die Zauber aufladen, das ist sehr praktisch. Götzenschulen-Talisman, das ist die kleine Version, verstärkt Wirkung von Zaubern. Und Götzenmasse-Talisman verstärkt die Wirkung von Zaubereien deutlich, also noch mehr Schaden. Dann als Zauberstab brauchen wir unbedingt auf plus 25 Stab des Verlusts. Den bekommt ihr in dieser Zauberstadt in Caelid, deren Namen ich vergessen habe. Da bekommt ihr den. Ihr seht, Weisheit skaliert mit S. Wenn ich ihn nicht wegklicken würde. Ein Stab ohne Schimmerstein wird von Zauberern geführt, die Askese als bla 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 bla. Mit diesem Stab lassen sich nur Nachtzaubereien wirken. Also nur diese drei. Aber das reicht manchen schon aus. Ja, das sollte uns reichen. Dieser Stab hat als Talent verstärkt Nachtzaubereien. Seht ihr ganz unten. Um wie viel verstärkt ist das? Um 30%. Wenn ihr davon dann auch noch einen, wie ich jetzt hier, meiner ist nur plus 2, das soll aber überhaupt nichts ausmachen, weil wir nutzen ihn eh nicht. 30%, nochmal 30% ergibt 60% Damage Boost obendrauf. Das ist eigentlich ziemlich, ja, das ist schon einiges. Und als Bonus habe ich noch obendrauf hier Terra Magica. Wenn wir mal in dem Kreis da stehen bleiben sollten, dealen wir noch ein bisschen mehr Damage. Ja, dann habe ich hier noch in der Arzneimischung gesprungene Magie-Schleierträne. Verstärkt kurz magische Angriffe. Das ist eine räudige Lüge. Es verstärkt für ganze 2 Minuten die Angriffe. So, also. Wir gehen rein. Hauen gleich mal unsere Imitatorenträne raus, weil das kann auch nicht schaden. Dann erstmal umgewämst. Und das, obwohl wir unsere Arzneimischung gesüffelt haben. Also, ja, spawn mal ein bisschen schneller. Wir es gleich gebraucht als Ablenkung. Heute noch. Im Ziel hast du es aber auch nicht so, hm? Ja, und ich bin absichtlich zu Astel. Komm, lass mich nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, danke, dass du mal abgewatscht hast. Hat er verdient, die faule Sau. Ist eigentlich hier, um dich abzulenken. Seht ihr? Und das ist ein Boss basierend auf Magie. Und das tut ihm so viel Schaden machen. Also. Nutzt das mal bei, keine Ahnung, Radan oder so. Jo, Dankeschön. Einer der großen Feinde bei diesem Bild ist die Ausdauer. Ihr habt einen ziemlichen Ausdauerverschleiß. Oh, wir können das hier casten und mal davon trinken. Und aua.
Seht ihr das? Wenn man das ein bisschen spammen kann? Ja. Da guckst du blöd, ne? Ich könnte das noch einen ganzen Tag machen. Ich habe immer noch 3 Schluck von der ganzen Plurry hier. Ja, nicht der rühmlichste Bosskampf, aber ich schneide euch mal ein paar noch zusammen da dahinter, die so ein bisschen elendige, nervige Bosse sind. Nein, Malenia ist nicht dabei. Ich habe Malenia versucht und eigentlich ist der Schaden wirklich genug, aber sobald sie den Wasserfall-Move macht, wo ich einfach scheiße darin bin, den auszuweichen, ist es eigentlich hinfällig, weil dann ist verloren. Weil ich sterbe da dann, weil ich einfach scheiße bin gegen diesen Move. Wenn ihr gut darin seid, dem zu dodgen oder was weiß ich, dann könnt ihr sie mit dem ganzen Bild hier einfach nur wegklatschen. Und ihr seht, der Buff ist immer noch aktiv. Wirkt kurze Zeit. Aha. Ja, und das ist mein Nachtzauber-Bild. Dingsi. Ja.